Bei einem Brand auf einer Ölplattform vor der mexikanischen Küste ist mindestens ein Arbeiter ums Leben gekommen. Mindestens 16 weitere wurden nach Angaben des staatlichen Ölkonzerns Pemex bei dem Unglück am Mittwoch verletzt. Diese Aufnahmen zeigen die gewaltigen Flammen und die Ausmaße des Unglücks. Nach Angaben des Betreibers waren 8 Löschboote im Einsatz, um den Brand auf der Plattform Abcaton unter Kontrolle zu bringen. Rund 300 Arbeiter wurden von der brennenden Ölplattform vor der Halbinsel Yucatan in Sicherheit gebracht. Die Explosionsursache war zunächst noch unklar. Die Explosion der Bohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko löste im April 2010 die bis dahin schwerste Ölpest in der Geschichte der USA aus.